Also auch mal eine kleine Kaffeepause gemacht hier in Tschechien. Wie ist der Stopp? Ist denn die deutsch-tschechische Grenze, wo du mal voll tanken wollen, werden, können, dürfen, müssen, möchten. Ja, und dann sind wir auch. Wieder in Deutschland unterwegs. An der Grenze haben wir ungefähr die Hälfte der Strecke erreicht. Und es sieht schon wieder nach Regen aus, verdammter Rotz. Und los. Kurz vor der Grenze schnell aufgetankt. Mal 12 Literchen So, herzlich willkommen in Deutschland. Eberbach. Ich hätte eigentlich gedacht, dass wir hier die Hälfte der Strecke weg haben, aber dem ist nicht so. Wir haben erst 127 weg. Das heißt, wir haben noch 200 Kilometer vor uns. Ja, 180, so was. Boah, kommt hin, kommt hin. So, wir wollen mal ein kleines Resümee durch die Reise ziehen, ja, was wir so erlebt haben. Und da fangen wir mal am Anfang an, am ersten Tag. Ja, war es mal ein bisschen Schnellstraße, aber dann hinten hier durch, ich weiß gar nicht, waren es Teile des Erzgebirges da mit diesem Kaffee Hoffnungsschacht, wo wir so gewesen sind und so weiter. Das hat streckentechnisch schon sehr gut gefunzt. Ja, hat schon Spaß gemacht, da hinten lang zu fahren. Gerade das erste Stück Schnellstraße, um aus Berlin wegzukommen. Ja, weil wir haben dort. Du Scheiße! Das muss er jetzt sein hier, wa? Dann muss man durch den Regen durchfahren und das Resümee ein wenig später ziehen. In der Hoffnung, dass das hier gleich wieder aufhört. Jetzt, wo es noch mal ein paar schöne Kurven gleich gibt, fängt es noch mal an, hier ordentlich rumzusauen. Ich könnte irre werden. Aber wir sind ja auch leid gewohnt von der Tour. Wobei wir heute noch mal die ganze Tour erleben. Wenn wir jetzt den Regenguss erfolgreich durchfahren haben, kommen wir mal so ein bisschen zum Resümee der Tour. Also fangen wir an am ersten Tag, bevor es wieder anfängt zu regnen. Da sind wir Berlin-Schnellstraße gestartet, bis Meißen runter kannst du sagen. Ja, wir sind hier und da ein bisschen abgebogen, weil die ganze Strecke der Schnellstraße durchfahren war nicht. Jedenfalls sind wir dann in Meißen angekommen und hinter Meißen abgebogen auf Nebenstraßen. Da haben wir das Kaffee-Hoffnungsschacht da entdeckt und eine Pause dort eingelegt. Und dann ging das hinten über Nebenstraßen zum Grenzübergang und dann weiter über Nebenstraßen bis zu unserer ersten Unterkunft. Das war ganz okay. So kurz hinter Pilsen war das Hotel Wolf. Das kann man auch uneingeschränkt empfehlen, das war wirklich super. Motorräder hätten wir, wenn ihr das gewusst hätte, in den Eingangsbereich da reinschieben können. Oder auch nach hinten raus wieder, aber dann hätten wir halt hinten draußen gestanden, nicht auf der Straße vorne. Das hat er uns am nächsten Morgen gesagt. Von daher können wir das wirklich sehr gut, oder konnten wir das sehr gut empfehlen, das Hotel. Hat gut gefallen. Am zweiten Tag ging es dann durch die Tschechische Republik zur österreichischen Grenze. Da haben wir da sind wir auf Adventure Time 74 getroffen. Ja, der Zufall wollte das, dass wir nahezu zeitgleich angekommen sind.
Und dann ging es gemeinsam durch Österreich durch, in der Steiermark. Da hat man dann irgendwo unser nächstes Domizil gehabt. Pension Eder. Och, okay. Ja. Zimmer waren jetzt, glaube ich, ein bisschen klein dort, aber im Großen und Ganzen hat es gepasst, kann man sagen. Ja, ein herrlicher Blick hier, geil. So, am dritten Tag ging es dann schon nach Kroatien, nach Delnice. Das ist wo super durch Slowenien durchgeheizt. Ljubljana kann man ausklammern, gerade um den Verkehr zu umgehen. Ja, also da sollte man sich eine Strecke drumherum suchen. Alles wie mittendurch, weil das war echt heftig mit dem Verkehr da drinnen. Das würde ich also beim nächsten Mal vielleicht anders gestalten, dass man außen rum fährt, gegebenenfalls Mautplakette, eine Mautvignette kauft. Kannst auch elektronische Maut da nehmen. Aber der Stadtverkehr Ljubljana ist echt heftig, ja, ist Großstadt halt, ne? Hauptstadt von Slowenien. Dann sind wir kurz hinter der, was heißt kurz hinter der slowenisch-kroatischen Grenze, unser nächstes Domizil, das war in Delnice. Am nächsten Tag sind wir natürlich wieder bei Regen losgefahren. Wie sollte es auch anders sein? Aber es war eine sehr geile Strecke da oben aus Delnice runter zur Küstenstraße. Es hatte dann auch aufgehört zu regnen, zumindest zeitweise. Und das hatte so ein bisschen was wie so die Highlands, habe ich mir sagen lassen, ja. Die Highlands in Irland oder Schottland, ich weiß gar nicht. Und das hat uns wirklich echt gut gefallen, die Strecke da runter. Ja, könnte man auch gut empfehlen. Auch die Pension da in Delnice oben auf dem Berg. Ja, war jetzt nicht so schön bei Regen hoch und runter zu fahren, aber ansonsten ist das echt Bombe, würde ich sagen. Kann man eigentlich nichts sagen. Ja, hat mir gut gefallen. Die Pension, es gab auch Armbrot und gutes Bier, von daher war alles im grünen Bereich. Denn die Küstenstraße, die war ja geil. Die war toll wie eh und je. Wir kamen auch trocken denn an der Küstenstraße und dann wurde es auch erstmal trocken und die Sonne kam so ein bisschen raus, sodass wir richtig gut da lang gefahren sind. Das macht auch Spaß, ja. Das ist eine schöne Kurvenstrecke. Die haben zwar jetzt die schönsten Kurven, sag ich mal, mit Geschwindigkeitsbeschränkungen versehen, wo du sagst, ey, da fällst du um, wenn du da rumfährst mit der Geschwindigkeit. Da muss man also etwas schneller fahren. Natürlich, alles sollte dann irgendwo im Rahmen bleiben, ja. Man sollte also nicht irgendwo das, ja, den übertreiben. Das kann sehr schnell sehr teuer werden, gerade im Ausland. So, dann hatten wir dann die 3 Tage in Siebenik. Oh, die 3 Nächte waren es ja. In Siebenik musste der Martin uns dann nach einer Nacht wieder verlassen, weil eine Verlängerung des Zimmers leider nicht möglich war. Das ist natürlich, wenn er spontan irgendwo was bucht, er hätte jetzt noch irgendwo am anderen Hotel in der Nähe was sicherlich bekommen. Das wäre nicht das Problem gewesen. Aber wir wollten ja dann doch zusammen sein. So musste er dann morgens wieder abreisen. Nach dem Frühstück. Wow, was schon ein bisschen schade war. Wir hatten uns dann den Tag in Sibenik umgeschaut, was da so losgeht. Am zweiten Tag sind wir nach Split gefahren. Und Split ist ja wirklich, kannst du sagen, schon touristisch überlaufen. Ja, Sibenik war schon sehr voll von Touristen, aber es hielt sich noch in Grenzen. Aber Split ist ja ein bisschen bekannter, auch Zadar ist ein bisschen bekannter. Also, das war schon da ganz schön überlaufen in Split. So dass wir dann da einen schnellen Stadtrundgang gemacht haben, einen kurzen, und sind dann wieder zurück. So dass wir dann am späten Nachmittag wieder in Siebenik waren. Ja, also wie gesagt, den Tag hätte man sich auch klemmen können. Aber das hatte den Vorteil, dass wir da in Split waren, von Siebenik nach Split gefahren, zur Küstenstraße hin und zurück, so dass wir am Tag, als wir weitergefahren sind nach Montenegro da runter,
die etwas kürzere Strecke im Landesinneren nutzen konnten, die auch landschaftlich wirklich sehr, sehr schön war. Ja? Also das hat sich da echt gelohnt, beide Strecken zu fahren. War schon wirklich sehr, sehr geil, die Strecken dann auch zu vergleichen mal und zu sehen, ja, es wird in Kroatien definitiv nicht langweilig zum Motorradfahren. Dann waren wir ja in Montenegro angekommen. Da hatten wir zwei Nächte, sodass wir uns da den jeden Tag so eine Busschiffsfahrt gemacht haben. Also vom morgens Bus drin. Muss man natürlich abends schon vorbuchen. Und da sind wir morgens in so einen Bus. Und mit dem Bus sind wir da nach Tivat gebracht worden. Und von dort aus aufs Schiff, welches denn uns so an mehreren Punkten abgesetzt hat. Das erste war irgendwo eine Stadt mit Burg. Ja, haben wir uns jetzt nicht angeguckt. Die Burg hat uns nicht so wirklich interessiert, weil es war relativ warm und du musstest relativ weit hoch laufen, sodass wir zu sagen, wir gucken uns das Ganze mal ein bisschen von unten an, gehen nochmal kurz ans und ins Wasser. Also der René ist zumindest ins Wasser gegangen, ich ja nicht, denn ich hatte keine Badesache mit den Tag. Die zweite Station mit dem Boot war dann auch ein kleinerer Hafen, da wurde dann auf ein kleineres Boot umgeladen, kannst du sagen. Und von dort aus ging es dann in so eine blaue Höhle, ja, da schimmerte das Wasser durch den Lichteinfall sehr schön blau, kannst du auch baden gehen, war so ein kleiner Stopp angesetzt da. Och du Scheiße, da sieht es ja schon wieder so dunkel aus. Die letzte Station war natürlich Kotor, wo an der Bucht, in der Bucht von Kotor. Vorher war noch hier diese Kirche on the Rocks, nenne ich es mal. Auch bildlich sehr schön, ja. Aber leider wurden wir da mit dem Schiff zusammen mit dem Gewitter angelandet. Was wir gesagt haben, oh Leute. Ja, aber wir haben trotzdem rausgewagt in den Regen und sind darüber. Die Kirche haben da zwei, drei Pictures gemacht, dann haben wir noch Delfine gesehen, war wirklich sehr geil. Und dann hätten wir ja noch locker da, abends sind wir noch in die Altstadt von Budva denn gegangen, genau, unsere Unterkunft war auch sehr geil, ja, also da hätte man gerne noch einen Tag mehr verbringen können, den wir zu viel hatten in den Siebenik. Und von da ging es dann wirklich einzigartig tolle Landschaft von Montenegro rüber nach Bosnien-Herzegowina. Die Landschaft wurde immer geiler. Leider wurde das Wetter auch dazu immer schlechter. Bei schönem Wetter wäre schöner gewesen. Ja. Aber dann sind wir da in Jablanica angekommen. Wirklich eine tolle Pension, also direkt am See gelegen. Leider nicht ganz ruhig dort, aber trotzdem von der Landschaft her, von der Lage her, kannst du schon noch sagen. Also Bergsee, Stausee, wirklich gut. Hat mir echt gefallen landschaftlich. Ja. Und dann sind wir, wie gesagt, nach Sarajevo, das Ganze hätten wir uns echt klemmen können. Und dann ging es einen Tag später ja weiter, wieder zurück nach Zagreb, also nach Kroatien. Dann haben wir uns die Stadt angeguckt in jeden Tag. Das hat auch vollkommen ausgereicht. Mehr hätte nicht sein müssen, da hat man Rated Hostel gehabt. Also echt gut gemacht. Kannst du nicht anders sagen, ja. Und hier war jeden Tag in Zagreb. Reicht auch vollkommen aus. Leider waren, als wir da waren, viele, viele Baumaßnahmen an Sehenswürdigkeiten, wo ich gesagt habe, sorry Leute. Dass man ein oder zwei Sehenswürdigkeiten vielleicht sanieren, renovieren möchte, das kann ich einsehen. Aber dass man das zeitgleich bei allen macht und dann noch vor der Saison und so weiter, das hätte nicht sein müssen. Dann ging es ja von Zagreb durch Slowenien nach Österreich durch, da waren wir hier von Mariazell. Mariazell ist so gerade so Niederösterreich, glaube ich. Aber landschaftlich auch wieder sehr geil. Ja, also auch eine tolle Strecke wieder da gehabt zum Fahren, hat wirklich Spaß gemacht. Von Mariazell hat man jetzt nochmal eine Zwischenübernachtung gehabt in Rotbarski, auch top Unterkunft, ja, top Lage. Schön ruhig, konnten wir uns nicht beschweren. Und jetzt sind wir auf dem Rückweg, ja. Und wie gesagt, den
Tag Split und den Tag Sarajevo-Rodeck ausklammern, jeden Tag in Budva ranhängen und dann nochmal irgendwo anders eine Station vielleicht einplanen, wo man sich da was angucken kann. Vielleicht mal sogar in Slowenien selber, dass man da nochmal ein bisschen rumfahren kann. Könnte ich mir gut vorstellen, dass das passt. Ist auch landschaftlich sehr, sehr schön da. Also das würde ich auch so ein bisschen abändern für die nächste Mal, für die nächste Tour, wenn ich da hinfahre. War das ansonsten eine sehr, sehr geile Tour. Wir werden so auf etwas über 4000 Kilometer insgesamt kommen. Ja. Und wir hatten echt alles an Wetter mit. Von sehr, sehr warm bis relativ frisch war alles dabei. Extrem viel Regen, einiges an Trockenheit. Aber sonst kann man die Strecke eigentlich so uneingeschränkt weiterempfehlen. Ja. Auch die Unterkünfte waren im Großen und Ganzen okay. Ja. Das Hotel in Siebenik, da hat die Lage eigentlich rausgerissen. Ansonsten hätte ich gesagt, wäre das nicht so toll gewesen, weil es ist doch renovierungsbedürftig, ey. Ansonsten war es eine super geile Tour, die super gelaufen ist, ohne größere Pannen oder ähnliches. Ja, dass wir dann alle gesund und munter nochmal zurückkommen, ist so das Wichtigste. Das Korn ist fast reif, was ich ja prophezeit hatte, als wir losgefahren sind, dass das Korn von grün nach goldgelb sich gefärbt hat. Aktuell fahren wir auch in einer Wolkenlücke. Wir hoffen, dass die Wolkenlücke uns noch ein Stück begleitet. Ansonsten trocknet der Fahrtwind relativ schnell. Ich habe da oben die Regenjacke an. Meine Regenhose habe ich kaputt gerissen. Irgendwie beim Aufsteigen oder so hat die ein schönes Loch drinne. Gesagt, jetzt das ist mir in Bosnien-Herzegowina an der Unterkunft aufgefallen. Das ist so das einzigste Manko, was bei mir eingetreten ist, dass die Regenhose kaputt gegangen ist. Jetzt unterwegs auf Teufel komm raus, irgendwo eine Regenhose kaufen aus irgendeinem Outdoor-Shop war mir auch nicht so gegeben. Und ich gesagt habe, oh, fahre ich lieber durch bis nach Hause in der Hoffnung, dass es nicht mehr regnet. Und es hat ja ganz gut geklappt eigentlich. Ja, bis auf einige kleine Schauer, auch heute hat man jetzt keine großen Regengüsse mehr zu erwarten. Und von daher werde ich mir dann die nächsten Tage bei der Tante Luise meine neue Regenhose organisieren. Ne? Da haben wir gleich wieder einen Grund, irgendwo hinzufahren. Ob ich das jetzt unmittelbar die Tage noch mache, weiß ich nicht. Ja? Weil morgen habe ich einen wichtigen. Ach nee, morgen Sonntag. Da habe ich nichts. Aber da hat ja auch Tante Luise nicht offen. Nee, Montag habe ich einen wichtigen Termin und Dienstag habe ich einen wichtigen Termin, sodass ich dann da irgendwo nicht einreihe. Und ja, oh, muss ich mal sehen. Dann darum hantiere. Und wir nähern uns jetzt, wir sind aktuell auch noch im Sachsenland und nähern uns aber mit jedem Meter der brandenburgischen Grenze. Ist zwar noch ein Stück zu fahren, glaube ich. Hinterhoyerswerda erst. Aber jetzt freue ich mich auch echt auf zu Hause. Auf ein schönes Bierchen. Wenn ich zu Hause bin, ich hoffe, die Frau hat was da. Wenn nicht, muss man noch schnell, da heute Samstag ist, noch schnell rüber in den Supermarkt flitzen und eine Tische holen. Und dann trinken wir noch ein schönes Urlaubs- oder Tour-Endbier. Urlaubs-Endbier kommt dann am Dienstag. Und wir trinken dann heute ein Tour-Endbier. Ne, die wenigen Tage habe ich noch frei, weil ich dann am Dienstag, Mittwoch noch arbeiten. Also Mittwoch gehe ich dann wieder arbeiten. So, das sind jetzt die letzten Kilometer bis nach Erkner. In Erkner werden sich dann unsere Wege trennen. Der René wird nach Hause fahren, ich werde nach Hause fahren. Das sind für jeden auch ein paar Kilometerchen, also nicht mehr allzu viel. Und dann ist diese Tour Geschichte. Es war eine geile Tour, hat mega Spaß gemacht. Das Wetter war nicht immer das Beste. Immer optimal, aber
doch der positive Eindruck überwiegt. Ja, kann man nicht anders sagen. Das ist schon toll. Hier musst du doch gerade richtig runtergehauen haben. Alter Verwalter. Nee, wie gesagt, also, hat mega viel Spaß gemacht. Wir haben viele neue Eindrücke bekommen. Ja. Was ja auch schön ist, so soll ja auch so eine Reise sein, dass du was Neues siehst, neue Eindrücke bekommst. Nachdem ich ja nur schon schon zweimal in Kroatien gewesen bin mit Motorrad, unterschiedliche Regionen und teilweise dieselben Regionen, musste jetzt auch was Neues her. Ursprünglich hatte ich ja, wie gesagt, zurück über Bosnien-Herzegowina geplant. Dann auch mal zwei richtig schöne Wasserfälle in Bosnien-Herzegowina. Also wirklich sehr beeindruckend. Der erste war besser als der zweite, weil der erste war einfach so irgendwo am Rand. Ja. Das kein Eintritt zahlen, du konntest da an den Wasserfall ran und so weiter. Also der war touristisch noch nicht so erschlossen, sah aber mega geil aus. Der zweite Wasserfall in Bosnien, der, gut, der war touristisch ein bisschen erschlossen da schon, da musste man auch Eintritt zahlen, wenn man auf die Plattform wollte, um näher an den Wasserfall selber heranzukommen. Aber der René kam ja dann noch mit, wir sollten mal nach Montenegro runter und uns hier die Bucht von Kotor angucken, die Stadt mit war. Das haben wir natürlich mit ins Programm aufgenommen. Dadurch rundet ein paar Kilometer mehr, aber das war sehr geil. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Von daher geht eine erlebnisreiche Tour zu Ende. Über 4000 erlebnisreiche Kilometer hat uns die Tour gebracht. Also wirklich mega geil. Und ja, jetzt, wie gesagt, sind wir gleich in Erkner. Noch 20 Kilometerchen. Und dann ist es vollbracht. Aber nach der Tour ist vor der Tour. Oh, bei mir auch schon wieder so ein paar Flausen drin, wo man so hinfahren könnte. Muss man mal gucken, wie wir das ausgearbeitet bekommen. Und dann steht ja im August auch schon die JHV an, die Jahreshauptversammlung von motovlog.de. Ah, motovlog.de. Das wird auch nochmal ein tolles Event. Letztes Jahr hatten wir die Hitzeschlacht, dieses Jahr haben wir Wasserschlacht. Mal gucken, wo uns die nächste Tour hinführt. Man darf gespannt sein. Würde euch natürlich entsprechend auf meinem Kanal oder meinen Kanälen auf dem Laufenden halten. Aber erstmal ist dann heute Nachmittag, wenn ich zu Hause bin, erstmal Entspannung angesagt. Es wird nicht weiter groß gemacht. Motorrad geht so wie es ist, erstmal in die Garage. Dann muss man sehen, dann können wir das sauber machen, die Tage. Ob wir überhaupt sauber machen. Wie das Wetter so ist. Und dann, ja, werden wir irgendwann wieder eine nächste Tour starten. 8 Kilometer noch, man merkt, es ist äußerst windig. Ja, mal sehen, ob wir jetzt trocken bleiben noch bis Erken oder ob wir noch mal eine richtige Dusche abkriegen. Das war klar, dass wir noch mal richtig geduscht werden, ey. Mann, 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 ey. Ja, schon gerade hoch hier da. Jawohl, Alter, noch mal richtig zum Ende der Tour muss da mal aus den Kübeln kippen, ey. Das muss doch mal richtig jauchen, logisch, ey. Letztes Jahr mal hier standen und uns zu Tode gespitzt. Dieses Jahr stehen wir hier. So.
Das war's.